Ich zeige euch mal wieder das neue Merchandise hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich bin wieder ein bisschen in Paris im Monat Juli. Wir haben heute, also es ist Mitte Juli, ne, es ist noch nicht ganz Mitte Juli, aber es gibt echt viel neues Merchandise hier im Park und ich zeige euch das natürlich gerne in diesem Video, inklusive Preise und die Shops, wo ich es gefunden habe. Und ja, ein paar echt krasse Highlights sind dabei. Ich bin im Lego Store und hier gibt es einmal das Hokus Pokus Set zum Kaufen. Kostet 229 Euro und sieht so aus. Und natürlich gibt es auch das Schloss jetzt hier zu kaufen, das neue. Und es ist schon riesig. Also ja, ich habe ja das alte zu Hause, jetzt sehe ich es mal so in live. Ist schon riesig, aber schon richtig schön, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut, kostet 399 Euro. Ich weiß nicht, ob es aktuell darauf 10% gibt mit Jahreskarte. Manchmal gibt es ja Rabatt hier, manchmal nicht. Ist schon crazy. Ich glaube, wenn ihr aktuell was über 100 Euro kauft, so verstehe ich das, bekommt ihr das Set gratis, also über 100 Euro Disney-Sachen. Steht irgendwie Lego, Disney, keine Ahnung, bekommt ihr das dazu. Und hier gibt es diese neuen Dots-Dinger. Keine Ahnung. Da ist irgendwie Mickey und Minnie drauf. Kosten 6,99 glaube ich. Was macht man damit? Weiß das jemand? Gibt es auch so Armbänder, die man sich dann basteln kann. Kostet 29,99. Und hier sowas. Alles zum 100. Das kostet 54,99. Gibt es aber bestimmt auch online bei uns. Da müsst ihr, glaube ich, nicht hierher kommen. In Disney Fashion gibt es auch die neue Stitch-Kollektion. Und zwar gibt es hier einmal diesen großen, langen Hoodie. Der kostet 50 Euro. Dann gibt es den neuen Loungefly von Stitch. Der kostet 80 Euro. Ein graues T-Shirt, das kostet 30, dann gibt es hier noch, das gab es aber glaube ich schon mal, oder? Täusche ich mich jetzt. Auf jeden Fall, ich zeige es euch trotzdem mal, es kostet 30 Euro und eine Jogginghose gibt es hier auch mit Stitch. Die kostet 46 Euro. Neu von der Ariel-Kollektion hier diese Haarspange und die gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Kostet aber 20 Euro, aber da unten ist noch so ein Gebimsel dran. So ein Anhänger. Finde ich schon schön. Und ich glaube, das ist auch neu. Das ist so ein Kopfband. Ach du Gott, 40 Euro. Okay. Mit so einer Schleife oben am Kopf. Ja. Kann man haben. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Und dann gibt es hier diese Trinkflasche, die ist auch neu, die ist auch riesig. Die kostet 20 Euro. Hier gibt es auch zwei Sachen noch aus der Stitch-Kollektion. Hier dieses Tanktop, das sieht aber echt klein aus in S. Kostet 23 und dieser Zipper-Hoodie in Grau für 50 Euro. Aber da sieht S auch sehr klein aus. Vielleicht wahrscheinlich kleiner aus, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und ganz neu ist, oder neu, wieder da, sind diese Vintage-Sachen. Und hier müsst ihr immer mal wieder stöbern. Hier gibt es Sachen, die wechseln immer. Das heißt, ihr könnt ja mal echt gute Sachen bekommen. Das hier zum Beispiel kostet 55 Euro. Man muss es natürlich mögen, diesen Vintage-Look. So also ein T-Shirt für 75, also ist schon teuer. Aber wie gesagt, das ist alles Vintage. Und lohnt sich immer mal hier durchzustöbern. Genau. Es gibt auch neue Handtaschen und zwar einmal mit Stitch. Die sind glaube ich alle von Loungefly, kostet 80 Euro. Gibt es hier im Fashion, aber auch im Ribbon and Bows, habe ich sie glaube ich, also im Internet auf jeden Fall gesehen. Dann gibt es hier diese von Mini, kann man sich alle umhängen, kostet auch 80 Euro. Dann gibt es noch eine von Mickey. Ich vermute auch 80 Euro. Und eine von Tiana.
Auch 80 Euro. Ein weiterer Charme zu meiner Disney 100 Kollektion ist dazugekommen. Sieht man, glaube ich, schlecht. Ich blende euch gerne noch ein Bild ein. Baloo, 149 Euro wie immer. Ist, finde ich, jetzt nicht mega schön, aber gehört halt dazu und ich möchte halt das ganze Armband haben. Und ja, aber der Verkäufer, der nette Pandora-Verkäufer, kennt mich mittlerweile hier. Und er hat mir verraten, welche vier restlichen Charms für dieses Armband noch bevorstehen, welche in den nächsten Monaten bis Oktober noch rauskommen. Und ich muss sagen, echt schön. Ich verrate es jetzt hier nicht, damit er keinen Ärger bekommt, aber echt was Schönes dabei. Auch eine neue Decades-Kollektion. Und ja, das ist einer der 101. Martina-Rucksack. Ich glaube, wir sind bei 1960 angekommen. 90 Euro. Die Dschungelbuchohren. Ich finde sie echt schön. Ich mag aber kein Dschungelbuch, deswegen werde ich sie nicht holen. Aber ich finde sie echt einer der schönsten Ohren von der Decades-Kollektion. Ich habe mir bisher, glaube ich, kein Paar gekauft. Kosten 35 Euro, aber die, wenn ich König der Löwen wäre, wäre ich sofort dabei. Aber dann müssen wir wahrscheinlich bis zu den 90ern warten. Bei 90ern bin ich wahrscheinlich eh mehr dabei. Und dann gibt es hier diese Kuscheltiere für 40 Euro. Ich weiß wieder nicht, wer das sein soll. Ich habe sie schon mal gesehen, aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Das habe ich schon im Internet gesehen. Was ist das? Was macht man? Was soll das? Disney-Charaktere, die ins Weltraum fliegen? Okay, aber wie sehen die denn aus? Sind mit Stitch los? Hat er Aggression? Minnie ist übel, die ist rosa. Ist das überhaupt? Ja, das ist Minnie, aber warum ist sie rosa? Mickey ist auch übel, aber der ist gelb. Uiuiui. Keine Ahnung. Das ist anscheinend irgendwie, kann man das Build Your Own Model Rocket? Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Aber die Figuren könnt ihr hier kaufen, in der Galerie übrigens, bin ich. Und die kosten 35 Euro. Ja, wer es braucht. Auch neu ist diese Indiana Jones Kollektion. So, jetzt aber. Ist ein Kinder-T-Shirt. Kostet 14 Euro. Ich habe das nicht hier hingehangen, aber ich hänge es jetzt wieder hier hin. Eine Indiana Jones Spielfigur. Für 35. Indiana Jones Kinder Spielset mit Hut und so weiter. Ups. Merci. Merci. Ach, ein Kind. Ich war nicht schuld. 18 Euro kostet das. Jetzt müssen wir das hier wieder dran machen. Ich häng das mal jetzt. Machen wir mal einen Knoten da rein. So, wieder gesichert. Dann gibt es hier noch eine Erwachsenen-Cappy für 25. Ein T-Shirt für 20. Ein Hoodie für, weiß ich nicht. Wir sehen jetzt wieder dieses Schildchen. 50 und hier dieses T-Shirt für 23. Auch neu ist dieses Spielset. 5 Games da drin. Ich kann kein Schach spielen und auch, glaube ich, nicht irgendein anderes Game, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Karten gibt es aber anscheinend auch. Ein Würfelspiel. Aber ich finde allein als Deko zu Hause einfach so ein Schachbrett auf dem Tisch oder auf so einem Beistelltisch stehen haben, da wirkt man doch direkt clever. Weil man denkt dann, okay, man besucht, denkt er, man kann Schach spielen. Und dann ist es auch noch ein Disney-Thema. Also ich würde es mir rein aus Deko-Gründen kaufen. Wenn dann. Aber kostet 100 Euro. Ich bin im Emporium und hier gibt es neue Hunde- und Katzenschüsseln. Der kostet 20. Gibt noch eine mit Marvel. Kostet auch 20. Und für Katzen kostet auch 20. Ich bin im Bakery Shop auf der Main Street und es gibt neue Munchlings und zwar ein Iced Cookie Latte Mickey. Den könnte ich jetzt auch gebrauchen bei den Temperaturen. Also wirklich 35 Euro. Und Mini, einen Everything Bagel Sandwich Mini. Also es ist ein richtig dicker Bagel. Kostet auch 35.
Und es gibt diese Surprise-Munchlings. Also immer, wenn ich hier war, waren sie dann schon wieder ausverkauft. Scheint der Renner zu sein. Kosten 17 Euro und ihr könnt einen von diesen Charakteren drin haben. Da haben wir wieder Marie. Ja. Also schon süß. O'Malley. Dann auch wieder Mickey Eislatte. Ein Mochi. Ein Baymax und nochmal Mini als Sandwich-Bagel in klein. Es gibt auch neue Ohren, und zwar Indiana Jones-Ohren. Sehen so aus, kosten 30 Euro. Da ist so eine Peitsche. Ich würde sagen Lasso. Da steht Indiana Jones drauf. Hast du Indiana Jones ist... Ich habe nie Indiana Jones gesehen. Ein Lasso, der fängt doch keine Pferde oder Kühe. Ich habe keinen Film gesehen davon. Okay. Ja. Kaufst du sie dir? Ich habe sie schon. Hast du gekauft? Ja, gestern. Naieiei. Ja, das habe ich euch beim letzten Mal tatsächlich vergessen zu zeigen. Und zwar den neuen Zug. Mickey and Minnie's Runaway. Für 150 Euro. Wenn ihr ein genaueres Auspackvideo sehen wollt, dann schaut bei Daniel vorbei. Ja, und du hast mich ausgelacht deswegen. Und es ist sehr, sehr schön. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es kaufen würde. Und die Zugverkäufe sind angestiegen. Die sind angestiegen, ja. Also, so sieht's aus. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut bei Daniel vorbei. Es gibt Pride-Ohren, Marvel-Pride-Ohren für 23 ohne Schleife. Dann gibt es ja auch irgendwie noch so Droiden in Regenbogenfarben. Jetzt muss ich mal gucken, was sie kosten. 70 Euro. Und jetzt gibt es hier auch die Flagge, irgendwie so spät eingetrudelt, für 20. Es gibt neues Elemental-Merch oder überhaupt Elemental-Merch. Hier diese Ohren, die gibt es aber, glaube ich, auch im Shop Disney. Kosten 30 Euro, so ich das sehen kann. Aber ich habe den Film noch nicht geguckt und werde ihn auch erst auf Disney Plus gucken. Dann gibt es hier dieses Feuer, würde ich jetzt mal sagen. 30 Euro. Uiuiui. Dann gibt es hier wahrscheinlich, das ist, glaube ich, Wasser, so wie ich aus dem Trailer gesehen habe. Kostet wahrscheinlich auch 30. Jupp. Gibt es hier noch so ein Spieleset. Kostet 35. Und dann gibt es noch eine Trinkflasche. Kostet 25. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, wo ich bin. Ich bin im Pixar-Shop, direkt neben der Buzz Lightyear-Attraktion. Ja, und das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat oder was ihr euch gerne kaufen würdet. Also bei mir ist es tatsächlich schon, ich liebäugle mit diesem Schach, Deko-Schachbrett, wo man auch richtig Schach mitspielen kann, aber ich kann es halt nicht. Genau, damit liebäugle ich dieses Mal so ein bisschen. Ja, und den Baloo-Charm habe ich mir ja schon gekauft. Ja, also das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann!